So. Noch einmal den hier. Boah, das hat so lange gedauert, bis ich endlich. Wieder Tatayan, Götterdämmerung. Ach, ist das schön. Der wird nicht schwer sein. Ich habe aber nicht alle Fähigkeiten, glaube ich. Ja, ein paar fehlen, weil ich ein höheres Level habe. So war das, genau. Ja. Ich sollte nicht so in seiner Range sein, aber ich sehe das manchmal auch nicht durch den scheiß Boden. Oha. Wo ist er? Oh Gott! Da war ja was. Oh. Ich hasse übrigens Titan. Ich hasse ihn sehr. Ich hasse ihn wirklich sehr. Mann, ich kann nicht auf den Titan! Bin ich hier eigentlich? Nein, bin ich nicht. Ich denke falsch. Aber egal. Deswegen hasse ich den Typen, weil versucht der Attacke auszuweichen und natürlich schleudert sie mich zurück und ich fliege runter. Idiot. Ich mag den nicht. Ich kann mich nicht mal wiederbeleben, weil ich tot bin, aber total tot. Das ist echt. Ich hab den einfach nicht raus. Ich denke immer falsch und deswegen fliege ich runter. Und das finde ich dumm an dem. Die Videosequenz kennen wir ja schon.
Habe ich nicht verdient hier. Yay, geben wir die Mission ab. Ach, das war ja ein anderer Weg. Worum ging es eigentlich nochmal in der Story jetzt? Ja, beschwören ja alle nacheinander Titanen. Ich will ja. Ach nö, da muss ich ja Level 70 sein. Ich schaffe nicht Level 70 innerhalb von einem Monat. Das geht nicht. Aber ich könnte es versuchen. Okay, in nächster Zeit wird mehr Final Fantasy gespielt. Glaube ich. Obwohl, na, ich nehme es ja auf und ich habe es noch nicht hochgeladen. Also, das könnte noch dran. Man merkt es ja anhand meiner Streams. Momentan streame ich nicht, vielleicht aber gleich, aber dann spüre ich ziemlich der Götter wahrscheinlich. Und ich habe kein Wort auf ziemlich der Götter. Das ist so krass. Heisa, wir sind unbeschadet aus dem Minen entkommen, wie du siehst. Und du hast Titan erfolgreich beseitigt. Da bin ich erleichtert. Wir brauchen nicht noch mehr tragische Zwischenfälle. Garbus Zustand ist noch immer unverändert. Er scheint uns zwar zu hören, bringt aber kein Wort mehr raus. Wenn es nur die Verstörung ist, wird es sich wohl bald wieder geben. Aber falls er von Titan besessen ist, muss er getötet werden. Das ist die Richtlinie der eroseischen Staaten. Das ist recht, aber alles eh. Wer weiß, vielleicht gibt es doch Hoffnung, so wie einige Anhänger Shivas von der Besessenheit befreit werden konnten. Gut, warten wir ab. Aber nicht, bis es zu spät ist. Wir müssen uns unsere nächsten Schritte überlegen. Kannst du aber Sturmkapitän Leutnant Blodin vorher nicht noch von deiner unversehrten Rückkehr berichten? Ich habe ihn schon über den bisherigen Verlauf der Mission in Kenntnis gesetzt, aber sag ihm bitte Bescheid, dass dein Kampf gegen Titan gut ausgegangen ist. Es könnte sein, dass ich mittendrin die Aufnahme beenden muss, weil ich warte noch auf eine Freundin, mit der wir dann zusammen halt Inis oder sonstiges oder irgendwas machen, was dann halt serverübergreifend machen können. Ist halt ein bisschen doof. Dass man nicht in die Server auf die Server. Aber vielleicht Final Fantasy 14 ist noch in der. Ja, wie lange existiert. Also Realm Reborn ist ja 2014 neu erweckt worden. Ja. Also sie haben noch Zeit, das auch mal reinzumachen. Du bist zurück. Als sagst du, dass du Titan besiegt hast. Lachen ein Stein vom Herzen. Selbst eine prima Ehe, der nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist, möchte ich nicht aus nächster Nähe erleben. Vor allem nicht, wenn er wütend ist. Meine Leute sind alles andere als zart beseitet. Doch wenn der Gegner eine Gottheit ist, ist das eine ganz andere Geschichte. Verletzte und Tote sind da unausweichlich. Und du hast dich quasi allein in den Ogomodo gewagt. Und ihn einfach so besiegt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Heute Nacht wird gezecht. Warum bleibst du nicht noch hier und feierst mit uns? Außer Flüssigen können wir dir zwar nicht viel anbieten,
Aber so ein Becher Wein belebt die Geister und du siehst ziemlich ramponiert aus. Du bist es. Tut mir leid, ich hätte im Camp Bescheid sagen sollen. Der Kleine wird von allen so kalt angestarrt. Da dachte ich, ich gehe ein bisschen mit ihm spazieren. So still ist es hier. Alles verliert sich in der Weite des Sternenhimmels. Wenn nach einer schlimmen Nacht endlich der Morgen anbricht und alles in sein tröstendes Licht taucht, dann wird mir oft nur noch beklommener ums Herz. Als müsste jetzt alles gut sein. Aber das ist es nicht. Durch Eosia zu reisen mag mich stärker gemacht haben. Aber es tut mir doch immer noch so weh, Leid mit anzusehen. Bei der siebten Katastrophe hat mein Großvater Charlian verlassen und sein Leben gegeben, um Eosia zu schützen. Ich habe damals nicht verstanden, warum. Was war daran so wertvoll, um dafür zu sterben? Ich war so wütend und traurig. Mich und all die, denen er wichtig war, hatte er im Stich gelassen, nur um ein paar Landstriche voller Mühsal und Willkür zu retten. Aber er musste doch einen guten Grund dafür gehabt haben. Also machte ich mich auf die Suche nach den Hintergründen der Katastrophe, in der Hoffnung, den Wert dieser Welt zu entdecken. Ich bin weit gereist und habe viel gesehen. Nicht nur Schönes und Interessantes, sondern auch vieles, das mich verständnislos oder zornig machte. Und ich musste erleben, jemanden nicht retten zu können, gerade als wir Vertrauen zueinander gefunden hatten. In so einem Moment musste ich an früher denken. Daran, wie Großvater nach Eosia gehen wollte, um die Katastrophe aufzuhalten. Und wie mein Vater ihn davon abzubringen versuchte. Großvater hatte entgegnet, es wäre grob fahrlässig, Hilfe zu verweigern, zu der wir fähig sind. Und unzivilisiert obendrein. Und plötzlich verstand ich. Das war die Antwort, die ich gesucht hatte. Es ging nicht darum, was mehr oder weniger wert war, sondern darum, dass er helfen konnte. Und daher tat er es. Auf einmal war ich versöhnt. Ich fühlte mich den Leuten, die ich unterwegs getroffen hatte, ganz nahe. Und auch Alphinon und Uriange, obwohl sie doch meilenweit entfernt waren. Als ob sie an meiner Seite wären, auch als ich ganz allein den Kriegern der Dunkelheit nachschlich. Tut mir leid. Ich rede ja nur von mir. Erzähl doch einmal von deinen Erlebnissen. Was hast du denn in Ishgard gesehen? Was ist das für eine Reise mit Estine? Und ich sehe... Das war eine schöne Reise eigentlich. Und kam Seite an Seite mit Aemerick. Von der Reise mit Alfino ins Dravanische. Ja genau, das ist, weil es ihren Bruder betrifft, finde ich eine schöne Geschichte. Ach, Matoya möchte ich unbedingt einmal treffen. Beim großen Exodus aus Charlian war ich noch so klein, dass ich mich kaum an die Zeit davor erinnere. Was haben wir seitdem nicht alles erlebt? Alfino hat sich wirklich verändert. Er meinte, ich sei gereift. Aber das gilt ja noch viel mehr für ihn. Es ist wirklich viel passiert. Viele Leute haben ihre Hoffnung in dich gesetzt. Und das zu Recht. Aber der Weg geht noch viel weiter.
Solange es einen Morgen gibt, müssen wir die Aufgabe weiterführen, die man uns in die Hände legte. Ein Lichtkristall. So sehr ihr das Licht verabscheut, könnt ihr euch doch nicht davon trennen. Du weißt genau, dass er nur ein Mittel zum Zweck ist. Also, worum geht's? Die Saat, die ihr in Lanoscea gesät habt, ist verdorrt. Titan wurde von den Helden dieser Welt besiegt. Die Beschwörung wurde zwar durchgeführt, doch nicht in der vollen Stärke. So kann das Verlangen nach einem mächtigeren Gott nicht angefacht werden. Und was sagt die Weißkutte dazu? Nur, dass wir nicht von unserem Plan abweichen sollen. Verdammt nochmal, uns läuft aber die Zeit davon! Der Bund der Morgenröte ist nun nicht mehr mit den Umbrüchen in Ishgard befasst. Er hat euch als Gegner erkannt und wird zu einem ernsten Hindernis werden. Ach, über deine Kameraden weißt du gut Bescheid, was? Ich möchte mal wissen, wer von uns sich hier nicht vom Licht trennen kann. Nennen Sie nicht Kameraden. Ich frage lediglich, wie ihr nun vorgehen wollt. Die Diener der Dunkelheit sind nicht die einzigen, die Chaos verbreiten können. Wenn es dir nicht behagt, untätig der Entwicklungen zu harren, dann ergreife selbst das Ruder. Die Gelegenheit ist günstig. Vernichte nur die Helden dieser Welt. Mehr ist nicht nötig, um das Gleichgewicht zu kippen. Und alles versinkt in einem Strudel der Zerstörung. Was redest du da? Es wäre grob fahrlässig, Hilfe zu verweigern, zu der wir fähig sind, und unzivilisiert obendrein. Die Worte meines Meisters, die ich verinnerlichte. Ich fühle mich verpflichtet, euch einen Ausweg aufzuzeigen. Dann lockt diese Hampelmänner herbei. Wir machen dem Spiel ein Ende. Jawohl. Unsere Freunde werden sich darum kümmern. Warum ist deine Axt eigentlich so blutig? Ich habe eure Worte nicht vergessen, Meister. Doch eine Welt zu retten, ohne jeglichen Schmerz zu bereiten, dafür reichen meine Kräfte nicht. Minfilia, meine Freunde, ich bitte euch nicht um Vergebung, denn es kann nicht vergeben werden. Und doch muss ich voranschreiten, so schmerzlich es ist. Nun, Brieder, du wärst bestimmt auf dem Weg geblieben, an den ihr du glaubtest. Ihr kennt auf jeden Fall alle, die wir so kennen. Irgendwas stimmt doch da nicht. Nach der Sequenz mache ich auf jeden Fall Part Schluss. Ja, vielleicht ist auch dann der Part Schluss. Dann mache ich da einen. Gut. Noch nicht ganz. Hallo. Ezra, ich sehe, du bist schon wieder frisch und ausgeruht. Dann lass uns bald aufbrechen, wenn das dir recht ist. Ich habe nämlich gerade eben Nachricht von Tankred erhalten. Seine und Ishtolas Nachforschung haben sie zu einer Holzkiste
mit Skalasiegel geführt. Es sieht ganz so aus, als hätte jemand erhebliche Mengen an der Kristall abgezweigt. Für die Verteidigungsschlacht Ishgards aufgebracht worden waren. Ohne Zweifel Handlanger der Ashens. Emmerich hat alle verfügbaren Tempelritter ausgeschickt, um herauszufinden, wohin die Kristalle verschwunden sind. Tankred meinte, es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Übeltäter gefasst sind. Zur Sicherheit müssen wir prüfen, ob nicht irgendwo noch mehr gestohlene Kristalle versteckt sind. Aber statt ziellos zu suchen, bricht mir erst einmal Oranger von den bisherigen Ereignissen. Vielleicht hat er ja noch weitere Informationen. Alice ist noch nicht immer nicht zurück. Falls du sie siehst, sag ihr, dass wir euch aufbrechen. So, dann mache ich aber erstmal Schluss. Diese Mission mache ich später zu Ende und füge sie noch zu dem, was ich bis jetzt aufgenommen habe. Aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Also, bis gleich.